Vorbereitungen können beginnen. Klamotten für 18 Übernachtungen und 19 Reisetage zusammenpacken. Fotoequipment, was auch durchhält. Kleidung für Sonne, Hitze, Regen, Kälte, Schnee. Die nächste 7, 8 oder 9000 Kilometer Tour kann in Kürze starten. Und genau das werde ich hier zeigen. Wie bereite ich mich auf diese Tour vor? Was packe ich ein? Was nehme ich an Fotoequipment mit? Und in 14 Tagen fahre ich los. Geht das mehr in den Süden als in den Norden. Und da habe ich mir überlegt, wird hier einiges ein bisschen leichter. Also angefangen bin ich mit diesen Schuhen, nicht mit den schweren Lederstiefel. Das muss einfach reichen, weil wir haben Tabarot-Touren, die dicht an die 30 Grad gehen. Dazu eine Hose, die ein bisschen heller ist, wenn die Sonne drauf scheint. Natürlich mit der Kevlar-Folie drin. Und man kann sie aufziehen und halbieren, wenn man eine Pause macht. Dann kann man unten die Beine abnehmen, damit mir der Regen hier nicht allzu viel zu schaffen macht. Habe ich mir solche Gummistiefel dazu gekauft. Weil wir müssen bei der Anfahrt im April ja auch damit rechnen, dass wir in echt fettes Wetter reinkommen. Und die kommen hier rein. Das finde ich eigentlich eine total geile Lösung. Und dann hast du hier wirklich einen dauerhaft regenfesten Schutz. Und ich probiere es aus. Ja, ein paar warme Sachen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist ja gar keine Frage. Gepackt wird hier eigentlich generell in zwei Pakete. Hier kommt alles so an Sondersachen rein. Der steht auf dem hinteren Sozius-Sattel und der hinten auf dem Gepäckträger. Das sind meine ganzen Anziehsachen. Fangen wir mit den Anziehsachen an. Dazu nehme ich mir solche Taschen hier. Da kommen immer zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, zwei Socken rein. Sowas kann ich mir immer zack mit rausnehmen. Denn wir haben ja irgendwo Zimmer oder weiß auch immer was. Und da kommen die rein. Ein paar Handtücher, blablablub, natürlich Sonnenschutz und so weiter. Ich nehme einen total dünnen Rucksack mit, weil da wird jeden Tag am Moped die Sachen zusammengepackt, die ich für den Tag brauche. Und die nehme ich mit hoch aufs Zimmer. Der Rest bleibt am Moped. Sondersachen. Wie gesagt, hier die Gummidinge haben wir gerade schon besprochen. Einen kleinen Sommerschlafsack nehme ich mit. Hier ein bisschen Ess- und Kochgeschirr und dann kommt hier so der Restgeraffel rein. Ansonsten, ja, Badesachen ganz wichtig. Kurze Hose, eine Jogginghose und eine Jeanshose, denke ich mal, das ist normal. Kulturbeutel, Ausweise ist wichtig. Ein Tablet nehme ich mit für die Planung und natürlich hier mein ganzes Ladegeschüssel, das habe ich hier in extra Beutel drin. Um auch die ganzen Film- und Fotoaufnahmen, die Geräte immer zu laden und Speicherkarten und so weiter alles zusammen zu haben. Das ist alles easy peasy. Kulturbeutel, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber zu sagen. Das ist eigentlich klar, was da jeder mitnehmen muss. Was für mich ganz wichtig ist, so ein, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Damit kann man Mückenstiche neutralisieren. Das geht kurzzeitig auf 60, 65 Grad. Total geil, das wirkt total klasse. Ansonsten normal eine Ausstattung, was ich gerne mit habe. Ohrenstöpsel. Die Unterkunft kann laut sein, wenn man länger Autobahn fährt. Das kann irgendwie Windgeräusche ein tierisch auf den Sack gehen und natürlich ein paar Kopfschmerzen werden. Das Normale, was man braucht, ist da natürlich dabei. Jetzt gehen wir mal raus zum Moped. Zur Vorbereitung muss ja hier dieses Ding geschnürt werden, damit man die Gurte schneller aufkriegt.
Dann bereite ich hier entsprechend die Schlinge vor. Die kommen hier ran, dann wird nachher rüber befestigt. Dann habe ich hier kleine Schlingen, da wo der Sattelriemen normalerweise durchkommt, auf beiden Seiten. Und da habe ich einen von diesen Spanngurten mit dran gemacht. Und dann ist das eigentlich schon weit fertig. Hier habe ich mir mal eine Erhöhung gemacht, damit das Gepäck, was hier drauf kommt, was nachher draufgeschneit wird, zack, hier die Öffnung der Taschen nicht blockiert. Wahnsinnig wichtig. Einmal alles raufschnallen, das ist wichtig, und dann einmal Sitzprobe machen, damit das am Rücken nicht drückt. Das ist das A und O. Durch die Gummibänder der Spanngurte ist immer alles fest auf Zug, selbst wenn sich das ein bisschen während der Fahrt hin und her ruckelt. So, was habe ich hier drin? Ne? Guck mal, wie schön das aufgeht. Hier habe ich einen aufblasbaren Luftsattel. Regenhose. Regenjacke, Werkzeug und die Regenhandschuhe. Dann kommt am Ende noch eine warme Unterziehjacke rein und das ist alles für diese Seite. Seite ist deutlich technischer. Da habe ich die Drohne drin. Hier haben wir den ganzen Kram, damit ich schnell rankomme. Und mein Beutel mit der Klemme. Die kannst du überall ranmachen hier für die GoPro. Ein kleines Stativ, was man irgendwo überall anstellen kann hier. Zack, wenn man Start und Sachen aufnehmen will, ein Selfie-Stick, keine Ahnung. Weil ich bin ja meistens nicht drauf auf den Videos, weil ich bin unwichtig. Die Reise, die Tour, die Tipps sind wichtig. Und wo Fred recht hat, hat er recht. Die Reise, die Tour und die Tipps sind wichtig. Nicht wir als Person. Die Selbstdarsteller können ihre eigenen Videos machen. An der Tasche, die im Windschild hängt, sind natürlich Halsbonbons, weil ich immer gerne einen rauen Hals bekomme. Handcreme, frag mal warum. Ein Ladekabel, hier habe ich entsprechend Strom. Dann kommt das Handy hier rein, wird geladen. Und mein Alarmschloss. Damit kann ich zwar nichts abschließen, aber damit verschließe ich das Gepäck. Weil wenn denn einer rangeht, geht hier zumindest der Bewegungsalarm los. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache. So, also wie sichere ich jetzt mein Gepäck? Ich kann damit mein Gepäck nicht abschließen. Wenn es einer darauf abgesehen hat, wird er es kriegen. Aber ich kann zumindest die so auf dem Affekt heraus sich an den Gepäck zu schaffen machen, vielleicht abschrecken. Und dann kann ich das irgendwie hier so durchziehen mit dem Gepäck dran. Und sobald ich den runterdrücke, ist er aktiviert. Jetzt geht der Bewegungsalarm los. Ist Ostersonntag, ich will das heute nicht machen. Sobald da einer dran biegt, geht der Bewegungsalarm los. Jetzt muss ich mich beeilen. Muss ich wieder mit dem Schlüssel entschärfen, sonst geht die Sirene los. Und das will ja nun wirklich keiner am Ostersonntag hier meine Tests hören.
Und dann schwingen wir uns mal einen Sattel und mal raus und Kamera, Drohne und sonstiges Equipment checken. Ja, dann kann ich hier die Kamera einmal austauschen. Sicherheitsband ist immer eine interessante Sache. Je nachdem, links, rechts, wo würde ich die dran haben? Ich mache die mal rechts dran. Kommt die so ran, dann kommt die hier oben drauf. Da habe ich mir, wie man sieht, so eine Gewindestange einfach reingedreht und ein bisschen festgeklemmt. Geht hier der Reißverschluss ein bisschen auf. Zack. Und schon läuft die ganze Suppe. Und genau so sieht dann auch die Aufnahme dafür aus. Wenn man irgendwie einen Schnitt hat. Klemmen die irgendwie dran, keine Ahnung. Und dann, zack, wird die wieder angemacht. Läuft. Und dann sieht es genau so aus. Du kannst natürlich die Klemme überall dran machen, so kriegst du unterschiedliche Einstellungen von deinem Motorrad, von deinem Gepäck, von der Umgebung. Und dann musst du einfach ausprobieren, was ist für dich, deine Umgebung, gerade am coolsten. Und immer aufpassen, dass es richtig befestigt ist, weil sonst fällt die ganze Kamera runter. Und dafür ist wieder das Sicherheitsbändchen notwendig, damit die Kamera nicht aufs Pflaster knallt und kaputt geht. So, was habe ich hier? Hier kommt ja das Handy gleich rein. Dann habe ich hier so eine Dingsaufnahme hier, damit ich das hier so ein bisschen anschnallen kann. Ja. Zack. Die Drohne ist für mich immer eine kleine Herausforderung. Viel Frangelei für wenig Aufnahme und Filmminuten. Aber jetzt checke ich da die Sache. Da hinten ist so eine Kurvestrecke, da will ich mich beim Fahren filmen. Die Drohne ist das einfachste Modell, was es gibt. Von daher hat die auch keinen Verfolgungsfunktionskram. Ich jage also die Drohne schon mal dahin. Dann gehe ich so ran, dass ich mich filme und während der Fahrt steuere ich die Drohne. Ja, natürlich unter allen Sicherheitsvorkehrungen, die das überhaupt gibt. Also ich schmeiße mich auf die Karre und fahre jetzt da hinten zur Kurve und werde mich dann dabei filmen. Also cruise ich dann die Kurvenstrecke entlang und die Kamera verfolgt mich ein kleines Stückchen. Nun, danach wollte ich die Kamera wieder hinterherholen, wie es denn immer so kommt. Kam dann erstmal ein PKW, die waren auf der Suche nach einem entlaufenden großen schwarzen Hund. Bin ich auch bereitwillig gewesen, denen zu helfen, habe die Drohne so lange im Hintergrund behalten. Denn, wie ist es immer, die Leute sind ja nicht so entspannt, wie sie sein sollen. Sobald die Leute Drohne sehen oder hören, gibt es da immer Empfindlichkeiten. Deshalb kann ich nur sagen, droht mit eurer Drohne darum, wo wenig Publikum ist, wo die alle keinen Schiss haben müssen, wo ihr nicht angenervt werdet. Die Leute haben einfach Angst, auf ein Foto zu kommen. Und immer schön aufpassen und das Steuern üben. Hier krach, bin ich mal wieder im Baum rein. Aber die DJI ist stabil, hat sich wieder gefangen, nichts ist kaputt gegangen, ist auch nicht das erste Mal. Jetzt gucke ich, ob die Straße frei ist, fliege ich über die Straße, jetzt habe ich auch nur 2 Meter Höhe
und versuche die Drohne dort irgendwo zu parken, dass ich sie dann entsprechend auf festem Untergrund wieder auf dem Boden bringe. Für mich kann ich sagen, ich fühle mich gut vorbereitet. Die Klamotten sind gepackt, das Motorrad ist Probe gepackt, die Kamera ist ausprobiert, das ganze Equipment liegt bereit. Jetzt noch die Akkus laden, die Speicherkarten alle auf Null bringen, sodass ich genügend Platz habe. Ich gehe ungefähr mit 8 Speicherkarten ins Rennen, 64 GB. Die werden auch so ziemlich alle voll werden und ich freue mich darauf, die Erlebnisse in Film und Ton hier auf dem YouTube-Kanal irgendwann später zum Besten zu geben. Bis dahin, halt die Ohren steif und wir sehen uns auf der Straße.